Moin, moin und herzlich willkommen aus Osnabrück. Wir wollen heute mal ein bisschen Overcooked spielen. Ein Spiel, das, naja, vielleicht die ein oder andere Parallele auch zu unserer gemeinsamen Partei aufweist. Neben mir sitzen, fangen wir mit Kevin an. Sehr, sehr gut. Das wieder passiert, ich bin Lars. Fangen wir mit Lars an, der Generalsekretär der SPD, der sich Zeit genommen hat, mit uns Overcooked zu zocken und dabei auch Fragen zu beantworten. Moin, Lars. Hi, moin, hier ist Lars. Ich weiß gar nicht, wo ich hingucken muss jetzt. Hi, ich bin total gespannt, was das hier heute wird, aber ich freue mich irgendwie drauf. Oder da, die Kamera bewegt sich und macht noch ein bisschen Bewegungseffekte. Das ist hier wirklich allerhöchste Sahne. Und neben mir sitzt der Vorsitzende der Jungsozialisten in der SPD, Kevin. Moin. Genau, moin auch von mir. Mein Erstbesuch heute in Osnabrück und dann gleich für sowas Großartiges. Ich bin sehr gespannt. Wir feiern, glaube ich, so ein bisschen was wie eine Weltpremiere. Ich glaube, in der deutschen Politik hat es das noch nicht gegeben, dass wir live zocken und dabei über Politik sprechen. Der Chat läuft schon über. Moin erstmal an alle, die da sind. Wir sammeln zwischendurch ein bisschen Fragen. Wir wissen alle noch nicht so wirklich, wie dieses Spiel uns heute durch den Tag bringt. Deswegen fangen wir an mit dem Tutorial. Und dann fangen wir direkt an zu kochen. Die Idee wäre, dass wir immer ein Spiel spielen und danach ein bisschen uns mit euch unterhalten, in der Hoffnung, dass wir alle dabei ein bisschen Spaß haben. Das war übrigens Kevin, der geantwortet hat an der Stelle. So, ja. Das sind die Kochrezepte. Ich habe schon gelernt, es gibt einen Hund. Er heißt Kevin und er hat genau einen Satz oder ein Wort. Ein Laut vielleicht? So, jetzt erklären wir uns ein bisschen, wie der Teig funktioniert. Die Brote des Todes. So, wir spielen das jetzt mal ein bisschen durch. So, das sehen wir, ist jetzt schon die Küche. Wichtig ist, ich weiß, wir werden gleich zu dritt verwirrend durch dieses Spiel laufen und es geht um diese Stationen, die Schneidebretter und darum, Bestellungen abzufertigen. So. Im Moment scheint es noch so eingestellt zu sein, dass wir nur zu zweit spielen, aber das ist schon mal nicht schlecht. Wer ist blau? Das bist Lars. Okay, du gehst jetzt zu dem Salat, drückst auf A, nimmst den Salat hoch und jetzt musst du da oben zum Schneidebrett laufen. Mit A ablegen und dann mit X schneiden. Das habe ich schon mal richtig gemacht. Köcher austauschen. Genau, Köcher austauschen. Wenn jetzt an der Stelle, du musst A drücken. Beliebtes Prinzip in der SPD, wenn man den Salat hat, werden die Köcher ausgetauscht. Drück mal X oder A. Okay, und L. Ja. L ist hier hinten. Hier hinten, oben links. Kann irgendjemand, sind unsere Controller aktiviert? Ich weiß es nicht. Ah ja. Wenn wir jetzt L drücken, bist du das? Kannst du damit laufen, mit dem oberen? Mit dem? Nee, das war auch ich. Super. Oh, okay, mach einfach alles. Drück du mal L. Klappt. Und wenn bei dir passiert L auch nicht. Doch, jetzt ist er. So, nee, jetzt, das ich. Ist Kevin. Echt? Oder? Nee, das bin auch ich. Bist auch du. Okay, sehr gut. Anscheinend mache ich beide. Das ist auch nicht schlecht. So, der geschnittene Salat von oben muss jetzt auf jeden Fall auf den Teller. Genau, das ist das Singleplayer. Aber wär schön, wenn ihr irgendwie mithelft. Das ist das Singleplayer-Tutorial. Ich kommentiere von außen. So, aber das Grundprinzip ist verstanden. Ich würde sagen, wir gehen jetzt in die Kampagne. Deswegen einmal zurückgehen in das Menü, bitte. Wo gehe ich in das Menü? Auf. Nicht die Speisekarte. So, Prinzip ist verstanden. Wir fangen jetzt an mit dem Multiplayer-Tutorial. Also ihr habt beide verstanden, wie das jetzt geht, ne? Ja, ja, auf jeden Fall. Ich kann ja mal in den Chat fragen, wer Overcooked schon mal gespielt hat. Auf jeden Fall die Leute, die uns gerade erklärt haben, dass das das Singleplayer-Tutorial ist. So. Wir spielen den Story-Mode. Ich bin mir jetzt gerade mit dieser Steuerung, normalerweise spielen wir das nur mit einem, überfordert. Wir geben es noch einmal raus sozusagen, dass wir auch in den Multiplayer rauskommen. Das ist auch häufig in der SPD so. Ja, natürlich. Genau, was wäre jetzt die Strategie in der Politik, wenn man die Steuerung nicht hat, einen Arbeitskreis zu bilden? Ja. Ja.
Sehr gut. Wer kennt den Spruch? Und die Festlegung, dass wir zum nächsten Parteitag eine Entscheidung treffen. Sushi ist ja mein Sushi? Esst ihr Sushi? Also ich persönlich bin überhaupt gar kein Sushi-Fan. Achso. So, das ist einfach in die Innentasche. Ja. Wahrscheinlich hat es schon kaputt gemacht. Haben wir's? Okay. Wir können ja schon mal ein bisschen über Politik reden, vielleicht an der Stelle, währenddessen wir den Multiplayer aufrufen. Ganz kurz vor der Europawahl, was glaubt ihr, wie hoch die Wahlbeteiligung sein wird? Also mir persönlich ist es ja wichtig, dass insbesondere die Wahlbeteiligung steigt. Letztes Mal in Deutschland 48,1%. Viel zu wenig, ehrlich gesagt, für die Wichtigkeit. Ich habe das Gefühl, dass viel mehr Menschen Politik ernst nehmen und dieses Mal nicht nur über Olivenkännchen sprechen, sondern sehr viel mehr auch über Inhalte. Ich habe gerade gestern in einem Interview gesagt, dass ich auch wahrnehme, dass das Interesse viel größer ist. Ich hoffe, dass sie mindestens über 60% steigt. Also das ist mein wirklicher Wunsch. Ich war heute unterwegs in Münster, gestern in Düsseldorf, in Köln. Ich habe das Gefühl, dass ganz viele Leute schon Briefwahl gemacht haben. Ja, also viele waren schon wählen. Mein Wunsch ist wirklich, aber bis Sonntag müssen wir jetzt noch kämpfen und diese 1,5 Stunden Pause hier, die gönne ich mir jetzt mal. Ja, das Traurige ist, dass wir irgendwie den Multiplayer-Modus hier nicht geöffnet kriegen. Wer von euch im Stream kann uns denn jetzt mal bitte sagen, wie wir in den Multiplayer kommen? Und ansonsten sagt uns der Chat gerade, dass die Mikros etwas lauter sein müssten. Was glaubst du, wie hoch wird die Wahlbeteiligung sein? Ja, ich hätte gerne auf jeden Fall auch mindestens 10 Prozentpunkte obendrauf bei der Wahlbeteiligung. Und man muss sich halt immer wieder eins klar machen, die Falschen gehen halt immer zur Wahl. Ja. Und mit jedem, der im Moment noch schwankt und am Ende auch hingeht und demokratisch wählt, kriegt man den Anteil für diese Leute am Ende runtergedrückt. Ne? Also das ist, wenn es dann noch an Motivation fehlt, das sollte mindestens mal der Grund sein, Sonntag seinen Hintern in dieses Wahllokal reinzubewegen. Aber klar, Briefwahl, auch bei mir zu Hause, ich hatte letzte Woche mal versucht, mich in die Schlange reinzustellen beim Wahlabend, hab's dann sein lassen, gehe lieber am Sonntag ins Wahllokal, weil echt irre gewesen. Ist das sowieso das Bessere, oder? Sonntags zur Wahl zu gehen? Ich mache das ehrlich gesagt sehr gerne. Also ich habe jetzt zum ersten Mal Briefwahl gemacht. Echt? Ja, weil ich die ganze Woche unterwegs bin, weil ich dann Samstag nach Berlin wieder fahre und Sonntag auch in Berlin bin und zum ersten Mal jetzt Briefwahl gemacht in meinem Leben. Ging ganz einfach, tat nicht weh. Fühlte sich gut an. Hast du den Wahlzettel in den Umschlag gekriegt? Ich meine, der ist 86 cm lang, der Umschlag das ist zu klein. Das habe ich geschafft, ja. Ich habe diesen Zettel einmal zusammengeknüllt. Nimm das. Ja, es gab tatsächlich Menschen, die, das ist wieder der Singleplayer, ne? Also irgendwie läuft das hier nicht so wirklich gut. Wir gucken mal, ob wir Tipps aus der Community bekommen. Nein, leider noch nicht. Wieso klappt das nicht? das ist natürlich ungünstig. Wenn wir davon ausgehen, dass mehr Menschen... Kannst du da nicht mal runterscrollen? Kann man doch mit Freunden spielen. Card, das sieht mir auch nicht so. Nimm mal irgendwas, genau. Ja, nimm doch irgendein Level und dann gucken wir mal, ob wir da den Multiplayer auswählen können. Ja, wenn du uns die Multiplayer anstellen kannst. Ja. Hoffentlich. Also wir leuchten. In der Zwischenzeit reden wir ein bisschen über Politik. Was muss sich in Europa ändern? Ich weiß nicht, wir aus einer jungen Perspektive, was muss in Europa anders werden? Naja, wenn du dir anguckst, nimm die Brexit-Abstimmung. So super hohe Zustimmung bei jungen Leuten für die Idee von Europa, aber ganz wenige, die hingegangen sind. Und spannend war, mit Leuten zu sprechen, die eben nicht hingegangen sind und zu fragen, warum habt ihr den Arsch eigentlich nicht hochgekriegt? Und da haben uns immer wieder ganz viele gesagt, die Story, die ihr von Europa erzählt, die ist für mich noch zu elitär. Ihr erzählt von Erasmus-Semestern, die ich machen kann, aber ich bin gar kein Studi. Und wie kriegt ihr denn mich als Azubi zum Beispiel auch mal mobil? Oder schön, dass ihr Interrail-Tickets verlost, aber
aber wer kommt eigentlich für die Kosten auf in der Zeit, wo ich unterwegs bin? Ich kann mir das gar nicht leisten. Und ich glaube, das ist ein guter Hinweis, einfach um zu sehen, wir haben gerade diejenigen, die bei der Finanzkrise vor 10 Jahren richtig unter die Räder gekommen sind, die unter der hohen Jugendarbeitslosigkeit leiden, die sind noch zu sehr vergessen worden in den letzten Jahren. Ne? Wir haben jetzt so eine Jugendgarantie mit ganz viel Geld, was dafür bereitgestellt wurde, aber wirst du auch bestätigen können, funktioniert noch nicht so, wie wir uns das vorgestellt haben, dass da wirklich Ausbildungssysteme aufgebaut werden. Und für diese Leute muss, glaube ich, als nächstes was getan werden. Und das Geld, was wir dafür brauchen, klar, das, deswegen wollen wir auch an die großen Internetgiganten auch ran, dass die endlich ordentlich Steuern bezahlen. Wir wollen ja nicht einfach nur das Geld irgendwie zum Verscherbeln haben, sondern wir wollen es, um damit genau für diese junge Generation was investieren zu können, weil die sollen Europa verteidigen, aber die brauchen halt auch einen guten Grund dafür. Ja, in der Tat. Und was meinst du, wird das wichtigste, die wichtigste soziale Frage sein, die wir als erstes auf europäischer Ebene jetzt lösen müssen? Also ich weiß nicht, ob es die soziale Frage ist, aber ein bisschen das, was Kevin angesprochen hat. Wenn ich jetzt unterwegs bin, merke ich, dass die grundsätzliche Frage, ob Politik eigentlich mal sich durchsetzt und Grenzen setzt und handlungsfähig ist und den Primat sozusagen auch wieder der Politik herstellt gegenüber der Wirtschaft, das ist schon mit das größte Thema. Also die Digitalsteuer oder Konzernsteuer ist ja auch eine Frage der Glaubwürdigkeit und der Handlungsfähigkeit der Europäischen Union. Also wenn, allerdings. Du kannst den Leuten immer sagen, wie wichtig Europa ist, aber wenn die sehen, dass wir nicht in der Lage sind, uns gegen Google, Apple, Amazon durchzusetzen und die den Weg bestimmen, dann ist Europa irgendwann noch unglaubwürdig und deswegen ist das ein ganz zentraler Punkt, ob wir da zum Erfolg kommen. Und das ist in den Veranstaltungen, die ich mache, ist das eins der Top-Themen neben jetzt aktuell natürlich die Rechtspopulisten. Super, danke. Und da merke ich schon, das mobilisiert jetzt auch nochmal viele Leute. Ich meine, ich habe jetzt kein Video gebraucht, um zu sehen, wie schlimm Strache ist. Aber es bewegt viele Menschen in diesen Tagen. Ist, also diejenigen, die das Strache-Video nicht gesehen haben, das ist der Vizekanzler aus Österreich, der mal eben so bei Wodka und Champagner versprochen hat. Und anderen Substanzen für eine positive Berichterstattung Aufträge zu verschenken oder zu vergeben. Also klar, den Ausverkauf des eigenen Staates. Jetzt ist die Regierung, die rechtsnationale Regierung sozusagen in Österreich gerade zerbrochen. Es gibt jetzt eine Autokratenregierung. Was lernen wir daraus, außer dass man mit Rechten nicht regiert? Naja, vor allem lernen wir daraus, also Rechte sind nicht deshalb stark in Europa und waren es auch nicht in Österreich, weil sie eine absolute Mehrheit haben. Das haben sie nicht. Sondern sie werden stark gemacht durch Leute, die bereit sind, mit ihnen Bündnisse einzugehen und sie in die Regierung zu holen. So wie das eben der Kurz, der Bundeskanzler von den Konservativen in Österreich, gemacht hat. Ja. Und es ist halt verlogen, dass er sich jetzt dann hinstellt und irgendwie sagt, ja, genug ist genug. Aber das hätte er halt schon seit 2 Jahren wissen können, dass genug genug ist, weil das war wirklich nicht der erste Skandal rund um Strache. Und erst als Tausende vor Sebastian Kurz Amtssitz standen und demonstriert haben und das Netz explodiert ist, erst da hat er die Reißleine gezogen. Ich muss ganz kurz einen Kommentar erwähnen von Satos, der Meinung ist, das war auf jeden Fall Backpulver und die haben gemeinsam einen Kuchenbackabend gemacht. Ja, Google. Insofern kann man das sagen. So. Das Schlimmste ist übrigens, dass ich dieses Scheißlied jetzt die ganze Zeit als Ohrwurm. Welcome to Ibiza. Ich bin heute Morgen in Leer gewesen. Und das ist auf Platz 4 jetzt übrigens in den österreichischen Singlecharts. Ja. Je weiter man an die niederländische Grenze kommt, umso mehr Sender bekommt man. Und da habe ich heute Morgen auch Venga Boys gehört. Naja, ein großer Spaß. Wir haben es jetzt mittlerweile geschafft, den Multiplayer-Modus zu aktivieren und können jetzt uns kurz sortieren. Also ich bin oben links der Blaue. Ich bin rot. Du bist schön. Rot, das passt. So, ich bin grün. Und du bist grün. Also dieses Spiel beruht so ein bisschen darauf, dass wir versuchen, Teamarbeit zu machen. Ich habe die Befürchtung, dass nicht so wirklich funktioniert. Oben links in der Ecke seht ihr die Bestellung. Das war jetzt falsch. Wieder zurückbringen wir. ich laufe. Also oben links sind die Bestellungen. Aus der Zutat Fisch muss Sushi entstehen. Ja. Insofern einen Fisch aus der Kühltruhe nehmen und hier häckseln. Und wir brauchen noch einen zweiten. Wunderbar. Perfekt. Wenn das Sushi fertig ist, auf einen Teller legen und dann kann der Rote. Zack. Das abholen und servieren. Wenn du das jetzt aufnimmst, perfekt. Ja, und dann oben rechts auf die Ausgabe. Nice. Und wir produzieren einfach den nächsten Fisch. Ha, wir haben Trinkgeld bekommen. Oh nein, irgendjemand hat mich weggewämst, sodass mir der Fisch da hinten gefallen ist. Grün, ne? Ja. Nein. Oh nein, ich habe den Fisch einfach aus dem Lokal geworfen. So. Da ist eine fertige Bestellung, die könnte rausgebracht werden. Ja, ich bin ja schon dabei. Alles gut.
Okay, also ich bin der Service Boy. Du bist der Service Boy, wenn wir das jetzt mal so auf ja, das kannst du auch wegbringen, Kevin, was ich hier hingelegt habe. Ja. Das Schöne ist, wir brauchen mehr Teller. Die Teller sind hier an der Ausgabe, die müssen wir holen. Oh nein, irgendjemand hat. Das war wahrscheinlich sogar ich selber. Achso, Teller. Teller. Also nein, das fertige Gericht bitte aufs Laufband. Nein. Aber jetzt noch nicht, weil wir jetzt erstmal ein anderes Gericht haben müssen, das Lars in der Hand hat. Lars muss zur Ausgabe. Nee, ich brauche einen Teller. Achso, dann nimm den. Dann perfekt. Und jetzt den Teller zur Ausgabe. Lars und Kevin streiten sich darum. Ah, herrlich. So, ich. So. Dann brauchen wir diesen Fisch, den häckselt jetzt wer? Kevin, okay, dann mache ich den nächsten. Nee, das war Lars. Grün bin ich. Grün bist du. Das muss auch immer in der Reihenfolge sein. Genau, gehen, ne? Ich glaube schon, dass das in der Reihenfolge sein aber muss. Aber Kevin, du könntest mal Teller abwaschen. Ich muss jetzt hier gerade Fisch schneiden. Das läuft wirklich sehr, sehr gut. Ich stelle hier mal ein paar Teller hin, der geschnittene Fisch, genau. So, hier habt ihr Teller. Dankeschön. Gab's noch Trinkgeld oder waren wir ja, zu langsam? Ja, 5. Da liegt Fisch auf dem Boden. Hygienestandards, dafür ist die Europäische Union zuständig. Kann ich den jetzt nochmal verkaufen? Den kannst du nehmen, ja sicher. Wir verraten keiner, ist wie in jeder gesehen. Guten Küche. Wir verraten niemanden. Naja, wir wollen ja auch kein Food Waste, also insofern passt das schon ganz gut zusammen, würde ich sagen. Perfekt, und jetzt den Teller raus. Sehr gut, ich stehe den nicht weg im da, Weg. Weg da. Ich kümmere mich um die weiter. Wie viel Trinkgeld gab's? Weiß ich nicht. Also okay. Das Beste war bisher mal 16. Okay, das ist schon gar nicht so schlecht. Wir erhöhen mal die Zeit läuft gleich ab. Die erste Runde Service ist vorbei. Wenn wir uns noch ein bisschen beeilen. 20 Trinkgeld. Sehr, sehr nice. 32. und also okay. Ich sehe schon, ich muss hier der Tellerwäscher und Handlanger sein. Und ihr hackt das so ein bisschen. Sehr gut. Okay, das war die erste Runde. Mal gucken, wie viele Sterne wir kriegen. Immerhin 2. Also, das ist gar nicht so schlecht. Wie viel kann man bekommen? 3. Ja, maximal 3. Ja, da haben uns 5 Punkte zugefehlt. Ja, das ist doch, also für den ersten Versuch, würde ich sagen, war das gar nicht so schlecht. Wir wollen aber auch ein bisschen Fragen aus der Community beantworten. Insofern könntet ihr mal ein paar Fragen schicken, die wir euch beantworten können. Was wird mit den Spenden über diesen Stream gemacht? Bleiben die privat oder habt ihr spezielle Intentionen? Es gibt gar keine Spendenfunktion. Insofern, genau, ich verdiene jetzt nochmal Lars und Kevin kommt vorbei. Nein, also insofern Geld verdienen wir hier an dieser Stelle nicht. Wir hören jetzt gerade Moin aus Münster, Moin zurück aus Osnabrück. Seid ihr lieber in Münster oder in Osnabrück? Also kann man auch Bielefeld antworten? Bielefeld gibt's doch gar nicht. Ja, ich würde immer Munster sagen. Munster ist okay. Ja, mein Heimatort. Fair enough, als Generalsekretär war immer sehr. Da fährt auch die Kanzlerin hin, habe ich gehört. Nach Munster? Ja, wir waren Panzer gucken die Woche. Ja. Sie haben mal Panzer gucken? Sie war am Montag bei der Bundeswehr. Okay. Und begrüße mich mit den Worten, ob wir heute mal friedlich miteinander umgehen wollen. Das war in einer Kaserne. Okay. Fair enough. Seid ihr dieses Jahr auf der Gamescom? Ja. Ja? Wann ist die Gamescom? Im August ist die Gamescom. Wenn ich dann wieder aus dem Urlaub zurück bin, dann ja. Das, okay. Ich glaube so 22. bin ich da oder 21. Dann auf dem sollte das hinkommen, ja. Wir haben eine Diskussion der Generalsekretäre und danach mal einen kurzen Rundgang. Und dann. Sehr schön. Und dann kommt abends aber Franz Müntefering in meinen Wahlkreis, dann geht's wieder zurück. Und da zockt ihr auch ein bisschen. Genau, wir zocken auch. Wir spielen aber ein Ballerspiel. Ballerspiel. Ein schönes Ballerspiel. Bei der Gamescom oder mit Münte? Ja, mit Münte. Oh, mit Münte, ja. Glaubst du das nicht? Glaubst du das nicht? Ich glaube das sofort. Sehr gut. Wir sind in der SPD, also es kann alles passieren. Nee, mit Münte diskutiere ich friedlich. So, wir lesen gerade bist in der Tagesschau. Die Frage ist, wer ist in der Tagesschau? Es ist bei zwei. Ich habe nichts gemacht. Und die Frage ist, mit welchem Thema? Bluestone, wenn du uns aufklären könntest, wer in der Tagesschau war, wäre das ich gut. Ich habe eine Vermutung, mit welchem Thema du in der Tagesschau bist. Ansonsten gibt es ein Lob an Kevin, du bist toll. Und es rauscht schon wieder. Das bin wahrscheinlich ich. Nee, okay. Gibt verstärktes Rauschen beim Ton. Genau. Macht ihr die Livestreams nur zum Wahlkampf oder kommt danach auch noch was? Ich würde sagen, wenn wir heute auf den Geschmack kommen, glaube ich, wäre das eine gute Möglichkeit. Also ich habe ja auch schon mal live Pizza gebacken oder den Wahlomaten live gemacht. Und ehrlich gesagt fand ich das ziemlich, ziemlich nice. Ja, insofern, ja, von meiner Seite ja.
vielleicht dann mit einem Ballerspiel und nicht mit Kochen. Und du machst jetzt ja neuerdings auch Videos auf einen Kaffee mit Kevin? Genau. Genau, also immer das gleiche Prinzip. Ich trinke einen Kaffee und dabei wird über Politik geredet. Und in den Kommentaren kann vorgeschlagen werden, was nächste Woche Thema ist. Haben wir vor 2 Tagen gerade gemacht. Jetzt nochmal ein letzter Wahlaufruf zur Europawahl und worum es geht. Die Woche davor ging es um Sozialismus. Ich weiß nicht mehr genau, wie das zustande kam, das Video, aber ist auch ganz gut geklickt worden. Also und vielleicht mache ich demnächst dann auch mal was zu Overcooked oder so. Okay, oder zur Frage Rezo wird sicherlich auch noch ein wichtiges Thema werden. Ja. Aber ich würde sagen, bevor wir da einsteigen, genau, es ist, währenddessen wir das einsteigen, würden wir uns freuen, wenn einer der Mods, vielen Dank übrigens für Moderieren heute, und Timo ist mit Rezo in der Tagesschau. Na, das wird ein großer Spaß. Wenn einer der Mods, was wollte ich eigentlich sagen? Ja, vergessen. Amthor, genau, uns das Amthor-Video als Link posten würde, wäre das hervorragend. In der Zwischenzeit versauen wir mal die 2. Runde Essen, würde ich sagen. Alles klar. Ist wieder Fisch? Ich hoffe nicht, nein. Es ist immer was anderes. Ah. Na, Burger ist das Ladesymbol. Oder haben wir es kann sein, dass wir die Sushi-Reihe ausgewählt haben, dann gibt es jetzt weiter Sushi. Wir werden gefragt, wie wir unseren Kaffee am liebsten trinken. Mit Milch, echt? Ja, Team Milch. Echt? Ja. Also ich sag ja immer, rot wählen, schwarz trinken und das kommt eigentlich ganz gut an. Wäre das nicht was? Also ich meine, so Milchkaffee ist ja eher braun, ne? Es geht nicht um Milchkaffee, Kaffee mit Milch. Okay. Ist was anderes. Na gut, also jetzt oben links sind die Bestellungen. Wir brauchen jetzt mehrere Zutaten. Wir brauchen die Algenblätter, den Reis und den Fisch. Ich weiß nicht, der Generalsekretär muss, also der interessanterweise, der Reis muss gekocht werden. Ja, schieb mich weg. Kevin, sehr gut. Ich fange mal mit dem Reis an. Man kann ja auf diesem Schneiderbrett gar nichts mit diesem Zeug machen. Nein, also hier ist der Fisch. So, der Reis liegt hier. Hier ist der Reis, der kommt jetzt hier in den Kochtopf. Na, je nachdem, wie viel Reis wir so brauchen. Ich würde mal sagen, dass wir das Blatt am Ende auf einen Teller legen müssen. So, und da muss dann der fertige Reis drauf. Und dann brauchen wir noch gehackten Fisch. Genau, sehr gut. Aber jetzt, ne Moment, ist der Reis schon fertig? Echt? Okay, dann kipp den mal da auf das Blatt. Ja, sehr gut. Und dann wieder den Topf zurück und den Fisch jetzt da drauf. Oh nein, da brennt... Ah! Genau, und dann... Okay, das haben wir schon mal sehr gut gemacht. Hier explodiert's. das ist absolute Chaos. Achtung, wir brauchen den brennenden Topf bitte zum Feuerlöscher bringen und nicht einfach abstellen. Ah, Leute, unsere Küche verbrennt. Ja, der Generalsekretär löscht. Schneller, 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 schneller. Jetzt hast du den Feuerlöscher einfach nur abgestellt. Mann. So. Europa hat mal wieder alles gerettet. Ich glaube schon. So, jetzt können wir das nochmal machen. Den Topf auf den Herd. Achso, den kann man jetzt wiederverwenden. Ja, der ist jetzt sauber gemacht. Der oben brennt noch, glaube ich. Ich glaube, der ist zerstört. Da ist es angebrannt. Den haben wir jetzt einfach versaut. Wie viele Bestellungen haben wir schon fertig gemacht? Eine. Okay, sehr gut. Ich mache das nochmal mit dem Reis. Ich kümmere mich um den Reis. Macht ihr den Rest. So, jetzt fangen wir an. Du machst den Fisch und schmeißt den erst auf die andere Seite. So, Achtung. So, der Reis ist fertig. Ja. Der auch. Sehr gut. Das hat geklappt. Nee, da kannst du noch keinen Fisch drauflegen. Nee, der Fisch muss auf den Reis. Der Fisch muss auf den Reis. Also die beiden rechts, da kann jetzt Fisch drauf. Genau. Und dann das fertige Sushi bitte rausbringen. Ah, erst rausbringen. Ich kümmere mich ums Rausbringen. Ja, danke. Ich bleibe hier beim Reis stehen. In der Zwischenzeit ein bisschen. So einen Topf in sehr der gut, Hand. Ab zu mir damit. Hast du mich einfach weggebremst? Ja. Okay, sehr gut. Mal jetzt. So, hier kommt noch wieder Reis. Wir brauchen Fisch. läuft bei uns. Bergab und rückwärts, aber ja, ich würde auch sagen. Dafür, dass das hier eine neue Technologie ist. Okay, wieso habe ich jetzt einen Fisch in der Hand? Okay, warum 30 Sekunden noch. Fisch? Warum liegt hier eigentlich Fisch? Genau. Sehr gut. Reis ist gleich fertig. Ja, da muss jetzt mal so ein Algenblatt drüben aufs Blatt. Ja, kommt. Ja, Teller wäre gut. Ja,
Warte, nimm. Ja, hier, hast du deinen Teller. So, Reis kommt. Ja. Achtung, weg da. Oh Gott, der ist schon fertig. Jetzt haben wir nur das Reis. Nur den. Hier, komm hier, für die Vegetarier. Für die Vegetarier ein Stück Algenblatt. Hier, bitte. Zack. Okay, das. Das müssen wir auf jeden Fall nochmal neu machen, würde ich sagen. Also, Roffel, was ein Game. Darf die CDU eigentlich Schnipsel von ARD und ZDF auf ihren eigenen Seiten Schnitzel? Online... Schnitzel? Schnipsel. Ach so. Nicht aus der Kantine, sondern aus der Mediathek. Schnipsel von ARD und ZDF auf ihre eigene Seite ohne Quellenangaben stellen? Oder verstößt das gegen das Urhebergesetz? Also, man darf auch von der ARD auch als Partei, die den Rundfunk sozusagen finanziert, nicht einfach Inhalte nehmen. Da muss zumindest mal eine Genehmigung her, würde ich sagen. Vorsichtige Analyse der Rechtslage. Das klingt für mich irgendwie nicht richtig, muss ich an der Stelle gestehen. So. Unterhaltsam. Na, das ist doch das größte Lob, was wir bekommen können. Ist das Mikro von Lars an? Erzähl mal ein bisschen was. Okay. Vielleicht haben wir dich jetzt stumm geschaltet. Na, wenn sie dich nicht hören, werden sie jetzt auch nicht schreiben. Ja, nö, also man hört dich nicht. Ist aus. Okay, das Mikrofon von Lars ist aus. Aber hört ihr Kevin? Ich war auch das wieder nicht. Das ist die Jusos haben den Generalsekretär stumm geschaltet. Okay. So. Kann man mich jetzt wieder hören? Lasi ist leise. Ja, Kevin hört man. Ich höre nur Justus Jonas. Ich kann das gar nicht lesen hier. Alles super. Ja, jetzt bist du wieder da. Die Frage war, wie stehst du zum E-Sport? Also ich bin jetzt kein Gamer, aber ich habe... Nicht? Das ist jetzt seit langem zum ersten Mal wieder, dass ich sowas in der Hand halte. Ich habe das ja mit in den Koalitionsvertrag reingeschrieben. Da bin ich auch sehr stolz drauf. Ich mit Doro Bär, wir waren die beiden, die das vorangetrieben haben. Jetzt sehen wir gerade, dass Seehofer das ganze Thema so ein bisschen blockiert. Das ist bei dem auch nichts Neues. Aber dass man E-Sport anerkennt, dass man sich darum kümmern muss, auch als Politik, dass man auch einfach mal akzeptieren muss, dass da mittlerweile eine Bewegung ist, die ganz, ganz viele Menschen erreicht und dass Politik sich fragen muss, wie kann man bei Visa fragen, wie kann man bei der Gemeinnützigkeit, bei der Anerkennung von Vereinen, auch bei der Förderung, wie kann man da jetzt mal dann auch politisch... Warum ist Visafreiheit so wichtig, also für Leute, die das nicht verstehen? Also ich habe die Rückmeldung immer von großen Vereinen, die dann eben Spieler auch holen, also ähnlich wie bei der Fußball-Bundesliga, wo du Spieler einkaufst und da gibt es halt Probleme. Ne? Mit Kurzzeitvisa, das hat das Auswärtige Amt jetzt gelöst, so bis 90 Tage, aber alles, was länger geht, da gibt es große Probleme und ich finde, dass man E-Sport genau wie dann den anderen Sport behandeln sollte und den Verein noch über Visa fragen, keine Steine in den Weg legt, dass sie die Spieler hier nach Deutschland holen können und dass sie den auch beschäftigen können in den Vereinen. So, und da gibt es große Probleme. Haben die Jusos eine Position zum E-Sport? Wir haben auch beschlossen, dass wir eine Gleichbehandlung mit konventionellem Sport in Anführungszeichen haben wollen, also was einfach auch vereinsrechtliche Fragen und Fördermöglichkeiten und so angeht. Aber ich weiß gar nicht, wie viele Leute eigentlich bei uns in dem Bereich unterwegs sind tatsächlich. Okay. Es gibt nicht wenige. Also das würde ich schon sagen, dass einige, also wahrscheinlich jetzt keine Funktionäre unbedingt, aber wenn ich das Thema bei mir in den Social-Media-Kanälen irgendwie mal spiele und ich war jetzt neulich beim Deutschlandfunk, die hatten so ein Sportkonvent, da ging es auch um E-Sport und da gibt es schon ganz viel Resonanz auch aus der eigenen Partei und auch von den Jusos, von Leuten, die sich damit auseinandersetzen und da auch sehr klar aufgestellt sind. Also, okay. Wie ist denn der FC Bayern aufgestellt beim Thema E-Sport? Die diskutieren es. Also es gibt immer wieder Berichterstattung, dass gerade darüber diskutiert Werder wird. Also Werder hat ja auch eine Mannschaft, ne? Sind die da auch im Halbfinale rausgeflogen? So, wir spielen nur noch zu zweit weiter, ohne Kevin an der Stelle. Plastiksteuer auf EU-Ebene. Diskutiert die Bundesregierung über Plastiksteuer? Also bevor ich was zur europäischen Ebene sage? Also wir diskutieren sehr intensiv, dank Svenja Schulz, das will ich auch sagen, die das Thema vorantreibt und jetzt ja gerade die letzten Tage eine Debatte um Kaffeebecher und
und Plastik aufgemacht hat, auch sagt, da muss was passieren. Mhm. So, ich bin immer vorsichtig bei der Verbotfrage, aber wir müssen die Verbraucher, glaube ich, auch lenken an dieser Stelle. Und es muss eben doch klar sein, dass man diese Wegwerfbecher, dass man da nicht drauf setzt. Und ob das eine Steuer ist oder ob man andere Maßnahmen findet, bin ich völlig offen. Aber es muss was passieren. Ja. Überhaupt so Nachhaltigkeit bei den Jusos ist ja auch für die Europawahlkampagne das Stichwort Nachhaltigkeit ganz groß. Was ist, Kevin ist ganz fasziniert von dem Hoeneß-Kommentar, oder? Ich war gerade bei Sigmar Gabriel, aber Sigmar Gabriel. Hoeneß hat absolut keine Lust auf E-Sport. Wo war Sigmar Gabriel? Da war nur der Hinweis, wir beantworten die Sigmar-Gabriel-Frage nicht. Ich weiß nicht, ob ich wissen möchte, was die Sigmar-Frage war. Ich oute mich als Kevin-Fan. Ja, schickt uns nochmal die Kevin. Ach, die Kevin. Oh Gott, ich habe heute. Ich verwechsel echt die beiden auch. So, jetzt Sigmar Gabriel. Aber. Das war die Retourkutsche für das Halbfinale. Das muss drin sein. Schickt uns die Sigmar Gabriel-Frage nochmal, dann schauen wir nochmal kurz rein. Was sagt ihr zur Kritik an der Kompetenz von Sigmar Gabriel? Das ist eine sehr allgemeine Frage, ehrlich gesagt. Ich habe das jetzt auch im Moment nicht mitbekommen. Also ich habe nichts Aktuelles mitgekriegt, wo Sigmar Gabriel. Vielleicht könnt ihr das nochmal konkretisieren an der Stelle. Und Grüße gehen an Tim raus von der Nordsee. Ich würde sagen, wir versuchen vielleicht nochmal diese Sushi-Produktion, ohne dass uns der Reis Sushi anbrennt. War tendenziell herausfordernd auf jeden Fall. Aber dann sollten wir uns vorher jetzt mal absprechen. Genau. Okay. Dann lass, wie so eine Morgenrunde, wie sieht es aus? Wer macht die erste Ansage? Da bin ich nicht mit dabei bei der Morgenrunde. Also, das die du bist aber häufig Thema. Okay, wie läuft das? Lass uns mal so an. Ein Generalsekretär, wie beginnt der seinen Tag? Aufstehen, Zähne putzen. Das ist gut. Ja. Und wenn es dann wichtig wird? Stark. Nein, so die ersten Sachen sind natürlich Presselage ist immer das Wichtigste morgens. Und wir haben dann erst eine Besprechung Partei, Fraktion, was sind die Themen, die anstehen. Da schalten wir uns zusammen per Videokonferenz und gucken dann, welche Themen sind und wie wir darauf reagieren. Und dann gibt es im Willy Brandt-Haus, also in der Parteizentrale, nochmal eine aktuelle Lage mit den Abteilungsleitern, mit ein paar Referatsleitern. Und da wird dann auch geguckt, was steht den Tag an. Nicht nur Themen, auch Veranstaltungen, Europawahlkampf jetzt gerade ganz viel, aber auch Vorbereitung. Das beruhigt mich wiederum. Ja, Vorbereitung, Debattencamps, so, das sind alle Sachen, die dann in so einer Morgenlage auch besprochen werden. Und dann geht es in den Tag und alle wissen, was sie tun sollen. Okay, das heißt, wer moderiert die Runde? Also wenn ich da bin, moderiere ich die als Generalsekretär, dann sonst vertritt mach doch mal einen Vorschlag, wie wir uns hier aufteilen strategisch. Also, ich würde sagen, Es war Fisch, es war Reis und es war Algen und Teller. Und Teller, gut, dann würde ich sagen, wir haben keine schmutzigen Teller zurückgekriegt, weil wir so langsam waren. Also Reis war sehr kompliziert. Ja. Dann übernehme ich mal den Reis und lass dies ist mal. Ist das eine gute Idee? Was sagen die Users lass dazu? Nichts an. Naja, also am wenigsten aufwendig sind die Algen. Das heißt, wer die Algen hat, sollte auf jeden Fall noch eine zweite Aufgabe haben. Entweder die Teller oder das Servieren. Okay. So, Fisch ist so mittelschwer. Okay, also ich schlage vor, ich mache Reis, einer macht Algen und Ausliefern und der andere macht Fisch und Teller. Konsens zwischen Parteiführung und Jusos, das passiert selten. Dann würd ich Teller machen. Und okay. Fisch. Ja. Teller Fisch machst du dann, oder nicht? Also ich dachte, ich mache Algen und Ausliefern. Machst Algen und Ausliefern. Okay, dann mache ich den Fisch und, den und du Teller. Machst den Reis. Und die Teller abwaschen. Und die Teller abwaschen, ja, wenn wir dann welche zurückkriegen. Genau. Um das vorher nochmal klarzustellen. Lars macht Reis, das heißt, wenn es brennt, dann kann er versuchen, die Schuld auf uns zu schieben. Es wird ihm aber nicht gelingen. Wir sollten vorher noch klären, wer denn dann zur Not den Feuerlöscher. Ich würde als allererstes den Feuerlöscher rüberbringen. Okay, gut. Ich habe vergessen, was ich machen soll, aber wir versuchen das einfach nochmal. Ja. Ich mache Fisch. Fisch und Teller. Fisch und Teller. Na, aber Fisch habt ihr vergessen, ne? Der muss auch gehackt werden zwischendurch. Ja, mei. Na gut. Christian, kann man da nicht auch mal so einen ganzen Fisch reinmachen? Also ich, ja, jetzt sind, ja, Teller, jetzt ne? Kommen wir mal in den schmutzigen Teller dazu. Oh, nee. Das wird, drück du mal auf A, Lars, bitte. Achso, wir müssen länger gedrückt halten. Okay. Ah, das ist ja was Neues. Das ist was jetzt Neues. Ja. Oh, jetzt müssen wir uns erstmal überlegen. Sollen wir nochmal zurückgehen? Aber das ist kein Reis, oder? Doch, also es ist genau das Gleiche, nur dass wir jetzt anstatt Fisch vegetarisches Sushi machen. Ist mit das hier der Reis, wo ich jetzt mit Grün gerade das bin? Das ist der Reis. Okay. Gurke, okay. Also wenn ich den Fisch mache, dann ist die Analogie die Gurke. Das bin ich jetzt. Jetzt machst du die Gurke. Ja, okay.
Mach du die Gurke weiter, ich kümmere mich um die Algen. Gut. Und lege die mal auf die Teller oder auf den Boden. Das läuft schon mal wieder sehr gut. Oh Gott. Warte, hier, genau, Algen. So, wo muss ich jetzt den Reis hinbringen? Hier? Auf den Reis, auf die Algen. Das ist die andere Richtung, Lars. Nee, ich hab den da schon mal raufgetan. Ach so, ich dachte, der war schon fertig. Da oben brennt Reis an. Nee, alles unter Kontrolle. Hier brennt auch Reis an. Der auf die Alge, auf die Alge. Da, perfekt. So, und dann den nächsten Topf. Da darf ich. Ich mach kurz Reis. So, Topf zurück. Ja, sehr gut. Und wer macht rausbringen? Service macht Kevin. Mach ich jetzt auch. Ich glaube, wir sind schon wieder so halb über unseren Plan. Nee, drüber. Aber du hattest das Rausbringen mit übernommen. Jetzt sind meine Töpfe aber alle weg hier, glaube ich. Ja, die stehen da links, damit nichts anbrennt. Hier ist noch ein Teller, den können wir noch mit rüberholen. Okay, sehr gut. Also hier ist noch ein fertiger, ja perfekt, der Reis da drauf. Jetzt zwischendurch bräuchten wir auch nochmal normalen Fisch an dieser Stelle. Fisch? Ja, einfach nur, also den Schrimps hier, nicht Fisch. Schrimps. Gehackte Schrimps. Habt ihr den Feuerlöscher irgendwo gesehen? Der steht links neben den Töpfen. Die Frage ist sehr interessant. Der steht da schon direkt dabei. Okay, ich muss Teller verteilen. Sehr gut. So, dreckiges Geschirr. Ich gehe mal eben abwaschen. Nein. Ach. Also wir brauchen auf jeden Fall viel mehr gehackten Fisch. Wo? Ich habe noch mal also Reis gehackte über. Schrimps. Ja, Reis brauchen wir gerade nicht. Ich stell dir mal ganz kurz hier. Nee. Wer hat dir meinen Teller geklaut, verdammte Axt? Achso, soll ich das Algenblatt da nochmal runternehmen? Ja, wäre gut gewesen. Also das Ding ist, wir hatten halt Bestellungen, die nur den Fisch erforderten. Oha. Und nichts anderes. Ihr müsst ein bisschen darauf achten. Ich spüle mir jetzt ein paar mehr Teller. Was ist denn das für ein Chaos da in der Mitte? Das ist ungekochter Reis. Ja, sehr gut. Oh, oh. Okay, Leute. Chaos in der Mitte passiert in der Politik und im Spiel. Wir haben aber trotz dieser Glanzleistung zwei Sterne gekriegt. Ich glaube, die Entwickler haben also sehr das viel. Mit dem Reis hat alles gut funktioniert. Wir waren nicht schnell genug. Er hat nicht angebrannt. Ja. Also er ist nicht angebrannt. Das ist schon mal sehr, sehr Kevin gut. Hat die Sachen nicht rausgekriegt. Ja. Oh Mann. Was gibt es denn hier noch für politische Fragen? Wir müssen einfach häufiger über unsere Erfolge sprechen. Die Küchenleistung war gut, nur die Kommunikation war schlecht. Der Reis hat funktioniert. Das muss man. Lass uns doch vielleicht mal ein Thema ansprechen, was wir auf jeden Fall diskutieren müssen, weil es im Moment hoch und runter geht. Das ist die ganze Frage, das Rezo-Video. Rezo hat ein Video gemacht über die Regierungsarbeit insbesondere, aber nicht nur. Kurz vor den Europawahlen und hat ja, 55 Minuten lang irgendwie über 100 Quellen, die alle zusammengepackt in einem Google-Dokument. Erstmal, wie gut ist das, dass YouTuber mit einer sehr, oder Influencer mit einer sehr großen Reichweite jetzt endlich auch über, oder was heißt endlich, jetzt über Politik sprechen? Und ist das eine Bereicherung der Debatte oder nicht? Also ich persönlich bin fest davon überzeugt, dass das die Debattenkultur breiter macht, besser macht, aber die Reaktionen, die so aus Berlin kamen, insbesondere von der CDU, waren ja so ein bisschen, naja, alles Fake News interessiert uns nicht so wirklich. Naja, nicht nur insbesondere, es war nur die Union, die reagiert hat. Also ich habe nur Ziemiak und auch AKK und andere gesehen, die da drauf gekloppt haben und ich finde das schon... Es waren 252 Quellen, das muss ich nochmal eben korrigieren. Vielen Dank an Rouge Shadow. Also ich find's peinlich, wie die Union reagiert hat, irgendwie da auf eine ganze Generation drauf zu klopfen. Wir haben immer gesagt, wir würden uns wünschen, dass auch Leute, die irgendwie als Gamer, als YouTuber unterwegs sind, dass sie sich einmischen in politische Debatten. Das tun sie. Ich finde es richtig, wenn junge Leute freitags auf die Straße gehen. Ich finde es richtig, wenn junge Leute
sich per YouTube in politische Debatten einmischen. Ich muss das nicht alles teilen. Und auch hier in dem Video sind Sachen dabei, wo ich widerspreche, Sachen, die ich gerne auch diskutieren würde. Und ich biete diesen Dialog auch an und würde ihn einfach gerne führen. Zum Beispiel dieser Punkt, dass SPD und CDU nicht unterscheidbar sind. Ja, ich meine, gerade Klimaschutz, da hast du dich ja dankenswerterweise gestern auch zu geäußert. Wir treiben gerade in der Koalition das Klimaschutzgesetz voran. Ja. Die Union hat keinen Bock, das merkt man. Aber wir wollen, dass es endlich mal eine gesetzliche Grundlage für Klimaschutz gibt in diesem Land. Und dass wir nicht nur auf Gipfeln irgendwie Ziele verabreden, sondern es muss gesetzlich festgelegt werden. Großer Streitpunkt. Auch die ganze Frage, tut man eigentlich viel gegen die Kluft zwischen Arm und Reich, die auseinandergeht. Ich meine, wir haben so viele Maßnahmen, jetzt gerade wieder die Grundrente oder die Besserstellung von Paketzustellern, die wir erreichen, was dann irgendwie von Unionskollegen so als Sozialklimbim abgetan wird. Also da würde ich mir einfach wünschen, dass man da genauer hinguckt, dass man die Unterschiede auch sieht. Die sind da, aber dass sich Leute wie Rezo, dass sie sich einmischen in die Diskussion und auch mal den Mund aufmachen, uns Politiker kritisieren, sorry, das müssen wir aushalten. Absolut. Jetzt ist für mich die Frage, was folgt draus? Und ich sage nur, ich wünsche mir einen Dialog auf Augenhöhe, ich wünsche mir einen offenen Dialog und das Angebot ist von mir definitiv da und ich werde das Gespräch auch suchen. Ein wichtiger Punkt, mit dem Rezo angefangen hat, ist die wachsende Ungleichheit in Deutschland. Als junge Menschen in der Politik wird uns ja häufig vorgeworfen, naja, ihr denkt nur an euch und was mit den Renten ist, vergesst ihr immer. Und es geht dann irgendwie nicht so um Generationenvertrag, Generationen und Gerechtigkeit, sondern das eine gegen das andere. Ist Deutschland zu ungerecht? Und wenn ja, was muss passieren, damit das weniger wird? Naja, wenn Deutschland super gerecht wäre, dann bräuchte es uns ja nicht mehr. Also insofern würden wir wahrscheinlich alle unterschreiben, dass natürlich noch deutlich mehr Gerechtigkeit geht. Aber der falscheste Ansatz wäre jetzt zu sagen, wir lösen dieses Problem, indem wir Jung und Alt gegeneinander ausspielen. Das ist häufig in vielen Köpfen drin. Also ich glaube, in den anderthalb Jahren, die ich jetzt JUSO-Vorsitzender bin, ist die häufigste Presseanfrage, die gekommen ist, Herr Kühnert, wann machen jetzt die jungen Leute endlich mal Aufstand gegen die Rentner und sagen denen irgendwie hier rote Karte und hört mal auf, unsere Zukunft zu versaufen. Aber ich habe das große Glück, ich habe noch 4 Großeltern und ich weiß, dass die meine Zukunft nicht versaufen und auch nicht auf fürchterlich großem Fuß leben. Und so geht es den meisten. Also die Ungerechtigkeiten in der Gesellschaft sind zwischen denen, die normal Steuern zahlen und den großen Internetkonzernen, die keine Steuern zahlen, sind zwischen denen, die irgendwie faire Arbeitsbedingungen in ihren Unternehmen anbieten und denjenigen, die irgendwie Leute ausbeuten. Das sind die Konflikte, die wir in der Gesellschaft haben und wo wir versuchen, über Mindeststeuersätze, über Mindestlöhne und so weiter gegenzuarbeiten. Und für diese Themen würde ich mir mehr Aufmerksamkeit wünschen. Und auch nochmal zur Rente. Wenn heute über Rente geredet wird, geht es nicht um die Renten meiner Großeltern, weil die sind in Rente und die wissen, was sie kriegen. Und das wissen sie auch bis an ihr Lebensende. Sondern wir diskutieren darüber, ob unsere Generation auch irgendwann mal noch eine ordentliche gesetzliche Rente haben will. Und das ist ein ziemlicher Beef, den wir mit der Union darüber haben, weil die das über 2025 hinaus einfach nicht garantieren wollen. Okay. Dann nehmen wir noch mal eine Frage aus dem Stream. Was sagt ihr zu der nicht vorhandenen Replik auf das Rezo-Video? Okay, das war zu schnell, nachdem es gestern als Gegenschlag angekündigt wurde. Das ist, glaube ich, das verschollene Amter-Video. Ja, aber diese ganze Rhetorik ist doch peinlich, dass die Union ist als Gegenschlag. Also als ob man da jetzt irgendwie in der Kriegsführung ist mit der jungen Generation. Also das zeigt ja das zeigt ja, was zum Trip die gerade sind. Die sind da eiskalt erwischt worden, die haben super unprofessionell reagiert. Ja. Und nochmal, ich finde, man muss dann auch ein bisschen souveräner mit solchen Situationen umgehen, als wir das gestern erlebt haben. Was das auch für verschenkte Arbeitszeit ist. Philipp Amthor musste extra ins Konrad-Adenauer-Haus fahren und das aufnehmen. Dann hat irgendwie deren Schnittraum den ganzen Tag dran gesessen und dann alles für einen Eimer gar nicht veröffentlicht worden. Wir wurden gerade aufgefordert, das versteckte Level freizuschalten. Scheiße, ich dachte, es denkt keiner mehr dran, dass wir zum Spielen hier sind. Ja, ich wollte es auch nicht zu langweilig werden lassen. Wahrscheinlich müssen wir jetzt ein 5-Gänge-Menü mit irgendwie Kokosmilch oder so kochen. Sag mal, kann man Timo irgendwo hier einen Schluck Wasser? Ja, steht schon da. Ah. Total nett. Es gibt ja Menschen, die für uns das Denken manchmal übernehmen. Ja. Erfolgreich ausgeliefert. Danke. Guck mal, das hat funktioniert. Trinkgeld kommt auf jeden Fall. Vielen Dank. Prost erstmal. Hört ihr eigentlich auch diese fürchterliche Fahrstuhlmusik im Hintergrund? Wir hören die schon seit 2 Stunden. Ja, das ist aber schlimm. Das Ding ist, ich glaube, wir haben es gerade mit dem versteckten Level ein bisschen verkackt. Wir hätten es freischalten können, aber es ist... Was ist denn das versteckte Level? Naja, das war da die ganze Zeit im Hintergrund.
Aber nun gut, wir machen ein bisschen Zwiebelsalat oder was auch immer. Okay, die Meinungen gehen sehr stark auseinander dazu, ob die Musik nervt oder nicht. Na gut, wenn man es die ganze Zeit hört und auch im Hintergrund, ist es wirklich hart an der Grenze zum Erträglichen, ehrlich gesagt. Aber das Ding ist ja, normalerweise soll man ja auch spielen und nicht die Musik hören. Wir machen irgendwas falsch. So. Wo ist eigentlich Sophie Passmann? Genau, die wollte kommen. Ich hatte ihr gesagt, ab 13 Uhr eSport Factory, aber irgendwie noch nicht. Grüße gehen auf jeden Fall raus. Alles auf 3 Sterne. Verstecktes Level wird enthüllt. Okay, wird enthüllt. Okay, wir müssen alles auf 3 Sterne bringen, um das versteckte Level zu bekommen. Ja, gut, das nicht. Drücke B, um deinen Koch sprinten zu lassen. Das ist ein neuer Knopf. Das ist der hier unten. Sehr gut. Okay, geht schon direkt los. Warum habe ich eigentlich so ein Mäusegesicht hier? Weil irgendjemand den Charakter für dich so angelegt hat, würde ich sagen. Wer macht was? Ich mache wieder hier Reis. Das habe ich Reis. Jetzt. Okay, dann mache ich hier Algen. Du machst was? Geh weg! Dann mache ich jetzt mal Fisch. Du machst Fisch? Okay. Wo sind denn diese Schneide? Ach, da. Huch. Oh Gott, das ist ein bisschen eng hier. Alter, so, ist schon mal jemand mit Algen gesprintet? Also, boah, mega. Das geht gut. Also was man auf jeden Fall mal zwischendurch festhalten kann, es gibt ja manchmal Leute, die behaupten, dass so YouTuber sein, Streaming nicht anstrengend ist und dass das alles total easy ist. Ich finde es schon ganz schön anstrengend, ehrlich gesagt. Kann ich jetzt meinen Reis schon irgendwo hinpacken? Ja, das wäre super. Auf, darauf, exakt, perfekt, super gut. Wir brauchen Gurken. Ich habe jetzt überhaupt erst verstanden, dass da so ein Laufband ist. Das habe ich auch gerade gecheckt. Deswegen gibt es B, damit ihr da drüber wegkommt. Also das Sprinten, ne? Das gibt's doch nicht. Wer hätte meine Gurke geklaut, ja, Kevin? Das ist meine Gurke. Ist ja gut. Alter! Also, wir brauchen auf jeden Fall Gurken. Und ich habe jetzt hier gleich nochmal Reis. Ja. Geil, habe ich den da gerade rübergeworfen? Du hast den Fisch hier rübergeworfen. Ja, und du hast ihn gefangen. Das ist die eigentliche Kunst. Mach mal den Reis bitte auf das Blatt. Wir brauchen deinen komischen Fisch nicht, Kevin. Wir brauchen Gurken. Hier? Wieso? Ist die Bestellung also von rechts nach links? Links. Also das ist links, das Drängendste. Ja, genau. Wir brauchen jetzt geschnittene Gurken. Schön, dass du in der dritten Runde verstehst, worum es geht, Kevin. wenn ihr einmal zuhören würdet. Also, Kevin läuft jetzt an der Gurke viermal vorbei. Kann ich jetzt schon rausbringen, das Menü? Nein, da fehlen Gurken. Jetzt. Sehr gut. Und schneiden. Und jetzt die Gurken auf das Gedöns hier. Ja. Nein. Da. Halt! Nein! Oh, da drauf. So, ich schieb dich da mal hin. So, jetzt die Gurken ablegen. Los. Und jetzt rausbringen. Oh. So. Wo ist denn der? Großartig. Wir brauchen nochmal Gurken im Übrigen. Okay, das ist wirklich... kriegen wir... Oh, Reis kommt. Wo sind denn eigentlich die Gurken hin? Da oben. Wer hat denn bitte den Fisch auf die Gurken gelegt? Kannst du mal eben den Fisch da wegnehmen, Kevin? Dann kann ich nämlich eine Gurke holen. So, ich habe jetzt hier noch Reis. Ja, das ist schön. Es gibt Reis, Baby. Alter. Ich bin der Idiot, der immer den Fisch rausholt. Braucht ihr keinen Reis? So, nee, wir brauchen Gurken. Wie Oliver Kahn sagen würde, Gurken, wir brauchen Gurken. Apropos Oliver Kahn, wer gewinnt denn das Pokalfinale eigentlich am Samstag? Bayern München. Das ist überraschend. Okay, irgendwas läuft hier verdammt schief. Ich habe gerade eine Runde im Kreis gedreht. Ach Mensch. Alter, kann mich mal aufhören, mich hier irgendjemand wegzuschieben? Das war Lars. Ich koche jetzt mal den Fisch hier. So, ich schicke zumindest mal ein Essen raus. Und es gab noch 5 Trinkgeld hier auf jeden Fall. Okay, das muss irgendwie koordinierter werden. Vielleicht sollten wir noch mal ein unteres Level beginnen. Vielleicht fahren wir mit unserem Foodtruck noch mal ein bisschen zurück. Ah. Ja, das war nicht so gut. Das war nicht so gut. Kommentare zu diesem Spiel bitte. Nee, sind 3 Köche. Bin mehr wegen der Politik hier. Ja, schickt uns gerne nochmal Freunde. Auf wie jeden geil Fall ist denn dieser Hund, bitte schön? Hier. Das ist der genau. Kevin, das ist Kevin. Oder? Ja, absolut. Ja. Mit dieser Kette auch. Willst du so eine. Schützenkönig.
Schützenkönigskette. Ja. Ist jemand von euch im Schützenverein? Bist du im Schützenverein? Klar. Echt? Ja. In einem oder in zwei? Schwarzes Chor. Schwarzes Chor. Ja. Du auch? Ich bin Berliner. Wir haben sowas. Ist das eine Entschuldigung oder? Ein Schützenverein. Bei uns gibt es Hipstervereine. Das zweitgrößte. Das zweitgrößte im Schützenverein. Ich bin tatsächlich nicht im Schützenverein. Nee, ich war mal Jungschütz. Ich bin pazifistisch erzogen worden. Friedenstadt. Klar. So. Ja, der Stader, Buxtehude. Ich fühle mich überall zu Hause. Ich bin grundsätzlich Europäer. Ich fahre mal mit unserem Foodtruck, der übrigens nur Wasserstoff aus, also nur Wasserdampf hinten raus hat und kein CO2, zu der etwas einfacheren Variante. Vielleicht machen wir nochmal eben ein Spiel. Wäre das ein SPD-Foodtruck, wäre sowieso alles einfacher, weil dann müssten wir nur Waffelteig. Ja, aber es gibt doch Kaffee. Okay, aber das geht jetzt auch noch. Ja, und kassieren musst du auch. Die gibt es auch umsonst bei uns. Der Kaffee kostet 2 Euro. Der Kaffee kostet 2 Euro. Okay. Aber der Kaffee. Aber immerhin gibt es bei uns noch. Waffeln sind die Antwort auf jeden Fall. Gibt es denn hier keine Fragen? Ja, Fragen schickt ihr gerne einfach hier rüber. Hier auch Ü30. Wir werden gerade mal vorgestellt, das ist auch nett. Ja, für die Leute, die zwischendrin dazugekommen sind, können wir in der Tat nochmal sagen. Was sagt ihr zu den 7 Plagen von AKK? Ja, bitte. Ich als Christ. Ja. War natürlich sehr geschockt, dass sie da nicht bibelfest ist. Ja. Aber. Und du? Auch hier ist die Antwort, ich bin Berliner, wir haben keine Plagen. Bei uns sind 15% der Leute in Kirchen oder so. Sehr gut, okay, das lasse ich als Entschuldigung. Wir wurden darauf hingewiesen, dass es losgeht, aber wir können natürlich noch mal zurück. Hoppala. Machen wir die Aufteilung wie bisher, ne? Ja, vielleicht machen wir die Aufteilung. Ich hole mal erstmal den Feuerlöscher. Weil wer sind denn diese grenzdebilen Rentner, die da hier rumlaufen? Gäste, die bei uns zwar nichts zu tun haben, das ist offene Showküche. Das ist doch hier keine Showküche. Doch. Also wir brauchen Reis, das ist wichtig. Ich mach mal ein bisschen Fisch. Ah, du, Kevin macht auch Fisch. Ja, aber in der Tat, die stören ja total. Das ist wie in der SPD. Wenn die Mitglieder nicht wären, wäre alles viel einfacher. So, ist der Reis fertig? So, das Zitat wird jetzt öffentlich. Es ist schon öffentlich, das ist das Problem an diesem Reis. Wo muss der Reis hin? Oben? Ja. Perfekt. Hier kommt sehr gut. Dann kommt hier. Alter! Jetzt hast du meinen Fisch weggedrückt und der ist auf dem. Das können wir wegschmeißen. So. Was? Ja, da ist jetzt schon Fisch drauf, aber nicht der Reis. Ich habe Reis. Die richtige Reihenfolge. Du hast Reis. Hier unten ist noch ein Blatt. Unten. Ist die Ausgabe. Dann mache ich Fisch. Ich glaube, das kriegen wir ganz gut hin. Wir brauchen einen Teller. So, ich habe gleich wieder Reis. Brauchst du den oben? Ja, hier bitte, auf das Ding. Perfekt. Warum hast du, wer ist denn rot? Das ist Kevin. Warum nimmst du denn meinen Reis? Kühnert? Der ist ja jetzt da schon angerichtet. Ich bin für Reis zuständig, nicht du. Ich bräuchte mal so Blätter, so Teig, Tang. Wie heißt das hier? Algen? Ja. Seetang. Hat jemand Reis? Gleich. Hey! Sorry. Oh. Ups. Oh Gott. Ja, Reis, perfekt. Hör doch auf. Sehr gut, hier kommt der Fisch. Nein, nicht der Feuerlöscher. Haben wir schon was rausgegeben? Ja, 3 Sachen. Läuft ganz gut. Das mit dem Reis ist unter Kontrolle, das finde ich gut. Der kann raus, ja, in der Tat. Oh. Reis brauchen wir nicht, genau. Achso, wir sind noch nicht fertig. Okay, jetzt Reis ist da. Ja, Reis. Dann kannst du den Fisch drauf machen. Nice. Ja. Noch mehr Reis. Sehr gut, ich mach wieder Fisch. Du hast nur den Topf da drauf gestellt. Du musst auf den anderen bitte kippen. Da auf die Alge, ja. Nee, du hast den Reis daneben getan. Schade. Kann ich den wieder einsammeln? Nee, mach. Ach, scheiße, jetzt habe ich es hier wieder verkackt. Jetzt habe ich leider den Fisch auf das Algenblatt geschmissen. Das war nicht so eine gute Idee. Wir brauchen mehr. Jetzt haben wir da Reis auf dem Teller, das hilft uns auch nicht. Okay. Okay, damit die Leute nicht verhungern, einfach Reis raus. So. So, jetzt ein Algenblatt. Ja.
Ich stelle mal den Topf mit Reis raus. Ja, hier ist der Teller, da Reis drauf. Nein, Reis auf, ja, sehr gut, Eigenblatt. Und ich hole den Fisch. Oh nein, es war erst der Reis auf dem Teller und nicht das Eigenblatt. Das war du falsch. Du hast gleich drauf. Nein, es geht aber oder auch so. Kann man das? Kann ja, man es geht das, so. Kann man das? Jetzt, schmeiß rauf. Echt? Ja, wenn Lars mich nicht wegdrücken würde. Naja, jetzt machen wir 48. Also es wird auf jeden Fall besser. So, jetzt machen wir mal, so knapp jetzt machen wir auf jeden Fall nochmal eine Fragerunde. Ich weiß gar nicht, wie spät das ist. Halb, bis wann wir machen wollen. So 10 Minuten würde ich sagen noch. Wie steht ihr zum Aufschwung der Partei, die Partei? Also, welcher Aufschwung? Welcher Aufschwung? Ja, ich glaube, die sind bei, weiß nicht, 2-3%. Also kriegen auf jeden Fall 2 Leute, wenn es so aussieht. Also, Martin Sonneborn hat mir neulich in Charlottenburg einen Parkplatz weggenommen. Ja. Da war ich schon kurz vorm Einparken und zog er rein mit seinem. Nee, auch keiner. Ich nehme die nicht. Also, ich finde den ja auch witzig so, aber am Ende, es geht gerade um so krasse Konflikte in der Europäischen Union. Und wenn man sich das anguckt, was mit den Rechtspopulisten los ist, dass ich gerade nicht wahrnehme, welche Rolle die in der Auseinandersetzung mit den Rechtspopulisten spielen und eigentlich an alle appellieren würde, eine Partei zu wählen, die am Ende sich da auch ernsthaft einbringt. Die Gestaltung Europas. Ich glaube, Sonneborn hat im Rahmen der Möglichkeiten einen guten Job gemacht, weil er für ein paar Leute einen Zugang zur Europapolitik geschaffen hat, bei denen es sonst nicht so war. Aber dieser Effekt lässt sich halt mit einem zweiten und einem dritten und einem vierten Sitz für die Partei nicht unendlich weiter steigern. Also du kannst mit dem Stilmittel der Satire kannst du gewisse Sachen aufdecken, aber der zweite und dritte Abgeordnete, das läuft sich dann irgendwann tot, dieses Prinzip. Die Frage ist ja, ob die, wenn sie jetzt abstimmen, wenn sie zu zweit da sind, ob sie dann immer gleich abstimmen oder abwechselnd, gegenläufig abstimmen. Aber eine Frage wurde jetzt viermal gestellt und die können wir vielleicht als letzte Frage hier an der Stelle nehmen. Was haltet ihr vom aktuellen Mietwahnsinn und habt ihr Lösungsvorschläge? Du hattest am ersten Mal, glaube ich, Lösungsvorschläge für den Mietwahnsinn. Was ist das aktuelle Konzept? Also was kann man akut und direkt schnell machen? Denn also Mietproblem haben wir jetzt und nicht erst in 10 Jahren. Ja, gerade in Städten wie Berlin, wo wir wachsen, gilt, ohne Bauen geht gar nichts. Also wenn Städte wachsen, reicht es nicht, den Wohnraum, der da ist, einfach nur anders zu verteilen, sondern dann muss neuer Wohnraum dazukommen. Und natürlich müssen wir vor allem auch öffentlich bauen. Also ich bin sehr dafür, dass wir aufhören, unsere Filetstücke in den Städten immer weiter wegzugeben, weil Grund und Boden ist eine Ressource, die steht uns nur einmal zur Verfügung. Jeden Quadratmeter, den wir verkaufen, der fehlt uns, um reagieren zu können. Übrigens nicht nur auf dem Wohnungsmarkt, das gilt ja auch für Kitas und Schulen bauen, Sportplätze und so weiter, Spielplätze. Das alles muss ja mitwachsen. Also nicht mehr verkaufen, sondern man kann über Erbpacht weggeben, man kann selber Sachen entwickeln. Wir haben die Förderung für sozialen Wohnungsbau in der Bundesregierung erhöht. Wir hätten gerne noch mehr draufgepackt. War leider mit der Union nicht möglich, weil die unbedingt ein Familienhäuschen fördern mussten. Kann man auf dem BR nicht schöne Wohnungen bauen? Da kannst du jetzt nicht mehr sagen, ich bin Berliner. Der ist in Schönefeld. Das ist Brandenburg. So, das ist jetzt vielleicht nicht der Spot, wo unbedingt alle wohnen wollen. Nun gut. Wir warten jetzt auf die letzte Frage. Also wir müssen auf jeden Fall 60 Minuten vollkriegen. Deswegen müssen wir jetzt noch 25 Sekunden haben. Bitte beim nächsten Mal länger. Sehr gerne. Das liegt nicht an mir. Es gibt Menschen, die haben noch Anschlusstermine. Übrigens, wir haben zusammen Anschlusstermine. Ja, ich weiß. Aber auf den Plakaten seid ihr beide zu sehen. Die Leute, die jetzt aus Osnabrück oder Umgebung kommen und Fragen im Stream gestellt haben, die nicht beantwortet wurden, ab 16.30 Uhr, deswegen müssen wir hier noch pünktlich fertig werden, sind Kevin und Lars auf dem Marktplatz in Osnabrück. Ich auch, aber nur im Vorprogramm. Der Hauptteil gehört euch. Ja. Also Fragen, die an Kevin, Lars oder an mich noch zu stellen sind, können wir dann auf jeden Fall noch vor Ort beantworten. Und es gibt Waffeln. Und es gibt wirklich Waffeln. Die sind umsonst. Die Waffeln ist die Antwort. Was sagt ihr dazu, dass die CDU den Abschuss der Wölfe erleichtern möchte? Ist das nicht gerade beschlossen worden oder war das nur ein Kabinett? Das haben wir gemeinsam beschlossen im Kabinett. Aber Abschuss der Wölfe ist jetzt zu pauschal. Also ich meine, ich komme selbst aus einer Region, wo das ein Riesenthema ist. Wir haben bei mir in der Region mittlerweile, glaube ich, knapp über 100 Wölfe. Du hast welche, die sind verhaltensauffällig. Die rennen, also die rennen auch auf Leute zu. Gibt es das noch woanders, dass man am Wahlkampfstand zum Beispiel laufen Menschen auch? Nein, es ist ein ernstes Thema. Und was wir ganz klar sagen, ist, dass Wölfe, die verhaltensauffällig sind und die zum Beispiel auf Herdetiere zugehen, dass die entnommen werden müssen. Also der Fachbegriff ist immer letale Entnahme. Ja, das ist die schöne Beschreibung davon, dass sie dann auch erschossen werden. Aber das muss man machen. Also ich meine, der Schutz von Mensch und Natur hat dann immer irgendwie auch ein
hat für mich eine Priorität. Und wenn du Wölfe hast, die sich nicht an Spielregeln halten, dann muss man da auch. Ich habe gestern tatsächlich im Radio auf der Fahrt. Also ja. Liebe Wölfe, wenn ihr uns zuguckt, haltet euch an die Spielregeln. Moment, dann haben wir auch kein Problem. Ich habe gestern im Radio-Interview gehört mit einem Wolf-Experten und der hat tatsächlich gesagt, man muss die Menschen erziehen, man muss aber auch die Wölfe erziehen. Und wenn man beide erzogen hat, können die beide nebeneinander leben. Also zum Beispiel die Wölfe nicht zu füttern, weil sie so, wenn sie einmal Futter bekommen haben, da immer wieder hinlaufen. Was macht Wolfgang Wolf eigentlich mittlerweile beruflich? Es fällt mir nur nicht mehr ein. Wolfsberater. Aber es ist wirklich, also für alle, die jetzt denken, irgendwie, das ist ja ein bisschen übertrieben mit dem Thema, dachte ich auch lange Zeit. Und dann bin ich 2017 zum Landtagswahlkampf nach Niedersachsen gefahren. Ja. Und dann kriegt man immer aus der Parteizentrale vorher, kriegt man so ein Faktenblatt irgendwie, was sind die 10 wichtigsten Themen dort vor Ort im Wahlkampf, damit man sich ein bisschen reinlesen kann. Und dann stand da irgendwie auf Platz 7 oder so Wolf, ja, und wir haben uns alle totgelacht. Und wirklich erster Wahlkampfeinsatz irgendwo 20 Kilometer vor den Toren von Hannover auf irgendeinem Marktplatz zuppelt mir so eine Rentnerin irgendwie am Ärmel. Und was sagen Sie zum Wolf? Ja, und alles Moin, gegessen gewesen. Ja, genau. Moin, wenn ich ihn sehe. Ja. Echt irre. Sehr schön. Okay. Das Faktenblatt hatte ich gestern auch, als ich in Köln war. Da stand ganz.